So, sonnige Nachmittagsgrüße hier zum JFD Live Trading TV am 14. Juli, Freitag 14:45 Uhr. Die Amerikaner starten in gut 45 Minuten und wir wollen hier im Vorfeld mal ja, den DAX nochmal betrachten, um dann im Nachgang auch mal den S&P 500 hier in der 24-Stunden-Indikation zu betrachten, was denn da noch kommen könnte heute. Ja, der DAX zeigt sich ein Stück weit schwach bislang. Wir haben hier den DAX, ja, wie gesagt, in leicht negativem Terrain, hingegen die US-Indizes, insbesondere der Nasdaq, auch beflügelt durch eine Amazon, die hier mit über 20% Kursaufschlag schon vorab vorbörslich gehandelt wird. Hier gute Zahlen, also sagen wir mal vielmehr ein Gewinn, was ja bei der Aktie nicht unbedingt so die Regel war. Abwarten, wie der Markt dann letztlich zur US-Eröffnung dieses positive Gap handhaben wird. Zum DAX jetzt aber erstmal. Wir haben es nicht geschafft, hier diesen kurzfristigen Abwärtstrend zu überwinden, hier im Stundenchartintervall. Das hatten wir heute Morgen sozusagen mal fokussiert vor dem Hintergrund, wenn der DAX hier 11.550, 11.560 überspringt, dann hätten wir hier kurzfristiges Kaufpotenzial. 11,6, 11,7 wäre drin gewesen, aber wir sehen hier, ja, nichts hat er gemacht, relativ lethargisch nach unten getropfelt, viel mehr oder weniger. Das kann sich natürlich jetzt alles ändern, wenn die Amerikaner ihren positiven Auftakt, gerade die Technologiewerte, wenn die das hier durchhalten können, dann kann es hier immer noch zu einem Ausbruch kommen. Dann würde ich hier aber das Hoch der Kerze von 10 Uhr als Trigger wählen. 11.545 Punkte wären hierbei sozusagen das i-Tüpfelchen, insofern, dass der Markt dann, wenn er das denn überwindet, das Niveau hier auch weiter Richtung 11,6 und gegebenenfalls höher schießen kann. Vor dem Wochenende natürlich immer ein Stück weit tricky, aber das wäre mal eine Option. Ansonsten, wenn die Amerikaner den positiven Auftakt nicht halten können, was grundsätzlich mal nie auszuschließen ist, dass die positiven Eröffnungsstände zu einem Verkauf genutzt werden, dann kann es natürlich passieren, dass der Markt hier diesen Unterstützungsbereich von gestern hier nochmal ansteuert, 11.400 40 rund wäre dann das kurzfristige Abwärtsziel. Wenn es dann darunter geht, dann haben wir hier innerhalb dieses kurzfristigen bullischen Abwärtstrendkanals, dieser bullischen Flagge, wie man sie auch beurteilen kann, hier in der 24-Stunden-Indikation dann durchaus noch weiteres Rückschlagspotenzial. Kann ich mir zwar jetzt nicht wirklich vorstellen, dass es hier so durchknallt jetzt vom Wochenende, aber technisch wäre es hier unterhalb von 11.440 Punkten möglich, dass der Index dann hier weiter nach unten abdriftet. Ansonsten hier möglicherweise nie auszuschließen, ein Seitwärtsgeplätscher zwischen 11.450 und 11.540 Punkten auf der Oberseite. Also letztlich auch möglich, dass wir hier einen relativ langsamen und relativ zähen, trägen Wochenabschluss jetzt hier sehen. Das wird sich mal zeigen müssen. Wir sind ja hier von der News, vom Newsflow her, gehen wir mal ein kurzes Stück weiter runter. Hier auch nicht mehr so spannend unterwegs. Ja, wir bekommen hier den Market Einkaufsmanager Index. Der ist jetzt nicht so schwergewichtig, aber hat hier Indikationen und dann noch Immobiliendaten. Das war es dann auch schon heute. Also hier mal abwarten, ob da jetzt noch wirklich viel passiert. Letztlich haben wir hier beim DAX jetzt immer noch eine Konsolidierungsphase, die allerdings hier gerade mit Blick auf den Tageschart durchaus als ja, bullisch angesehen werden kann, da wir uns hier eben in einer Konsolidierungsphase aufgrund der vorherigen Aufwärtsimpulse sehen. Und ich hatte das zuletzt auch schon mal mit Fibonacci eingefangen. Ich mache es jetzt nochmal, weil ich damals nicht gespeichert hatte hier im Tageschart. Also hier das Low und das entsprechende High. Und dann haben wir hier das 38er Fibonacci Level. Hier ist es ein übergeordnetes Level, das nehmen wir mal raus. Da wird es nicht zu kunterbunt. Aber hier hätten wir in jedem Fall eine schöne Pullback-Chance, ein schönes Pullback-Level, um zu sagen, der Markt hat hier 38,2% dieses Aufwärtsimpulses seit Anfang Juli korrektiv korrigiert sozusagen. Und dann wären hier rein technisch die Gegebenheiten für einen neuen Auftrieb in jedem Falle gegeben. Gut, also DAX, wie gesagt, Konsolidierung voraus, könnte aber hier mit den Amis noch ein Stück weit anziehen. Schauen wir uns deshalb mal hier den S&P 500 an, der auch jetzt noch ein Stück lethargisch reinkommt. Hier im Stundenchart 24-Stunden-Indikation ebenfalls ein Stück weit tricky, denn wir haben hier diese bullische Flagge auch, die wir damals beschrieben hatten, diesen Abwärtstrendkanal hier im außerbörslichen Geschäft verlassen und hier auch im US-Handel dann im späten US-Handel, vielmehr im frühen US-Handel dann hier wieder unterschritten und die Möglichkeit, die als Option hier galt, dass wir hier durchaus in Richtung der Unterstützung von 2100 Punkten fallen könnten, erfüllte sich dann hier über einen Umweg letztlich. Hier, das war der blaue Tendenzfall der letzten Analyse. Da kann man natürlich auch mal sagen, blöd gelaufen in Sachen 24-Stunden-Indikation, aber so ist das nun mal und ich habe diese gern drin, damit
da wir hier sowohl den US-Markt als auch den asiatischen und den europäischen hier abbilden können. Und insofern ist das eben eine 24-Stunden-Betrachtung, die hier rein technisch gesehen sich letztlich erfüllte mit dem Touch 2100 Punkte. Und jetzt hat der S&P 500 aber hier eigentlich die Mindestvoraussetzungen erfüllt, um hier jetzt dann eigentlich auch schon wieder nach oben aufzudrehen. Ja, also hier wäre es für heute vorstellbar, ähnlich wie beim DAX, dass wir hier vielleicht nochmal eine leichte Schwäche sehen, wenn wir hier nicht nach oben rauskommen. Also wenn die Anfangsgewinne gerade bei den Technologiewerten verkauft werden, dann könnte es hier nochmal einen Rücksetzer geben, um dann letztlich Montag-Schrägstrich im weiteren Tagesverlauf dann doch wieder anzusteigen. Das muss man mal sehen. Wir machen jetzt hier mal eine kleine Anpassung. Da haben wir sich sozusagen ein öffnendes Dreieck. Einfach nur, um hier mal einzufangen, wo er sich bewegen kann, der S&P 500. Und da sehen wir auch hier kurzfristig im Stundenbereich ein Widerstandslevel. Ich soll jetzt mal fix machen. Und zwar hier ein Stück tiefer. So. Dass wir hier ein kurzfristiges Widerstandsniveau herrühren, hier von den Niveaus 23,7 und hier nochmal 22,7. Wir haben hier eine Unterstützung gehabt, die gebrochen wurde. Jetzt wäre es dann hier ein Widerstand. Und insofern hier aufpassen auf dieses Level, wenn es darüber geht, entweder heute oder am Montag, dann wären hier kurzfristig die Bullen sicherlich im Vorteil. Und das sieht, wie gesagt, jetzt alles noch aus nach einem bullischen Pullback aus. Es wird natürlich dann auch hier wieder Zeit beim S&P 500. Da gehen wir jetzt nochmal hier in den Tagesschart rein, dass das hier nicht zu tief zurückführt, nicht wahr? Wir hatten ja hier auch die letzte Prognose. Das war okay soweit. 2100er Test hat geklappt. Jetzt sollten wir nicht weiter oder tiefer zurückfallen. Wir können das Level von 2100 Punkten gern nochmal testen. Aber wenn es eben zu tief zurückgeht, dann muss man sagen, hier im Sinne der letzten Hoch- und Tiefpunkte hätten wir dann hier einen Dreifach-Top letztlich. Und das, meine lieben Zuschauer, wäre wiederum sehr, sehr negativ. Also wenn der S&P 500 hier weiter zurücksackt, dann muss man davon ausgehen, dass wir auch hier so eine Art Welle ja, der letzten Abwärtsbewegung hier nochmal vollziehen. Und das kann dann sozusagen hier theoretisch so aussehen, dass wir in jedem Fall nochmal Niveaus sehen, die hier in dem Bereich von 2070 Punkten zurückführen könnten. Ja, aber aktuell wird das tatsächlich nur Plan B und jetzt als solches nicht überzugewichten, aber man muss es natürlich im Hinterkopf haben. Warten wir mal ab, was passiert. Letztlich wäre es hier die Gefahr des Dreifachtops ja, immer noch gegeben, keine Frage. Aber hier das große bärische Signal auszurufen fehlt auch. Vielmehr, Sie sehen es ja hier am Tagesschart, ranged der S&P 500 seit Monaten auf hohem Niveau seitwärts. Und das ist rein strukturell gar nicht mal so schlecht, denn nach starken Performances, Konsolidierung auf hohem Niveau wirken mehr oder weniger dann tatsächlich weiter treibend. Also alles hier letztlich bullisches Terrain, solange der S&P nicht deutlich zurückfällt. Heute nochmal Pullback 2100, da sollte er sich wieder fangen und dann könnte es auch direkt nochmal einen Angriff geben. Ansonsten alles unter 2100 Punkten wäre dann schon kritisch zu sehen. So dann, liebe Zuschauer, wir haben genug Range zur Verfügung. Also wenn der S&P hier deutlich unter 2100 zurückgeht, dann muss man mit weiteren Abgaben rechnen. Wenn nicht, dann eben, joche, haben wir doch einen positiven Wochenausklang. Gut, ich wünsche Ihnen an dieser Stelle jetzt schon mal ein schönes Wochenende vorab. Auch wenn das Wetter vielleicht nicht mitspielt, machen Sie das Beste draus. Wenn Sie mögen, hören wir uns dann natürlich am Montag wieder zum JFD-Devisenradar und auch diversen Live-Trading-TV-Sendungen. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.